Wollen Sie wissen, wo die Hypo-Milliarden hingeflossen sind? Hier neben mir ist die Antwort. Illustriert an drei Hotelprojekten mit klingenden Namen wie Punta Scala und Burg. Falkensteiner Hotelprojekten, finanziert von der Hypoalpe Adria. Finanziert mit einer beträchtlichen Summe 180 Millionen Euro an Krediten sind in diese Hotelprojekte eingeflossen. Zurückgeflossen ist sehr viel weniger. Allein hier sind 108 Millionen Euro Verlust aufgehäuft worden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Schauen wir unter die Wasseroberfläche. Hier wird's interessant. Warum? Es ist nicht nur sehr viel Geld oben reingeflossen und sehr viel weniger zurückbezahlt worden, sondern es ist vor allem hier unten aus den Projekten Geld rausgeflossen, rausgesaugt worden. Von Firmen wie Templaris und Rubicon über Beraterverträge. Und hinter diesen Firmen stehen Ex-Hypo-Manager wie Herr Striedinger und Herr Süß. Herr Süß, der diese Woche im Untersuchungsausschuss Auskunft gegeben hat. Und Herr Süß ist nicht nur Aufsichtsrat bei der Hypo, nicht nur Geschäftsführer in verschiedenen Funktionen, er ist auch Gesellschafter. Gesellschafter bei jenen Firmen, die hier Geld in Form von Beraterverträgen aus hypofinanzierten Projekten bekommen haben. Gemeinsam mit Herrn Striedinger. Insgesamt mehr als 1 Million Euro sind alleine auf diesem Weg aus den Projekten rausgeflossen. Und das wäre alles legitim, wenn nur die entscheidende Frage beantwortet werden könnte, wo war die Leistung? Was war die Leistung für diese über 1 Million Euro pro Jahr? Und diese Frage konnte Herr Süß überhaupt nicht beantworten. Und das ist spannend. Spannend aus Sicht der Steuerzahler, denn dieses Geld, das hier rausfließt, ist, seitdem uns die Hypo um den Hals hängt, letztlich Steuergeld. Und das hier ist kein Einzelfall. Es ist ein Fall von vielen, allein 100 Millionen verloren. Und dann versteht man, warum in der Causa Hypo über 15 Milliarden Euro weg sind. Ja, das sind die Neuigkeiten aus dem Hypo Alpe Adria Untersuchungsausschuss. Ich melde mich wieder. Bis zum nächsten Mal.